Okay, Freunde, ohne motherfucking Bockmist jetzt. Ich habe das letzte Ei nicht gefunden, weil es kein Ei ist. Ich habe einen Guide nachgeguckt, weil ich, wie gesagt, ich bin was verrückt geworden hier. Ich habe das ganze Haus durchsucht. Ich habe nochmal in allen Leveln gesucht, ob ich da vielleicht was übersehen habe. Aber es ist tatsächlich die Nummer 22, die uns fehlt. Und wo die ist? Wer hätte es gedacht? Dort, ja. Warum bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Okay, let's see. Das ist doch nicht mal ein Ei. Presents for you, Errungenschaft freigeschaltet. Ja, gib mir das. Cupcake-Wrapper. Gott sei Dank. Ich habe ein scheiß Muffin-Papier geschenkt bekommen. Ach, so ist das. So, jetzt haben wir alle Eier. Muss ich jetzt irgendwas machen oder können wir jetzt einfach das Geschenk öffnen? Und dann passiert irgendwas anderes. Bitte kein Jumpscare. Please no more. Please no more. Ich hab genug. Das sieht aus wie das andere Ende. Oh, Tattletail! Ist doch was anderes. Ich soll Tattletails Geschenk annehmen? Was hast du für mich? Tattletail, was born 25.02.98. Waygetter, das sind die Entwickler übrigens. Each Tattletail handmade with love. Ah, sie sind handgemacht. Ach so, das ist ein Preisschild. Das hat er mir geschenkt? Und wem soll ich jetzt das Geld zurück? Geben? Das ist ein fucking... Ach so, oh, ich krieg noch ein Geschenk. Mensch, ich kann mein Glück gar nicht fassen. Waygetter Gold. Eine goldene... Goldenes Lichtschwert. Ach, das hält länger. What? Alter, ich bin der coolste Dude der Schule, Alter. Ich habe eine fucking goldene Taschenlampe. Jetzt soll ich meine Mutter öffnen. Och, Mama, ich hab dir einiges zu erzählen. Es hat auch was mit Müttern zu tun, ja. Geil! Ja, super! Kann ich die jetzt in das... Falls ich die anderen Level nochmal spielen will, kann ich die dann... Also, hab ich die denn, oder was? Cool! Das ist schön. Das finde ich süß. Jumpscare, ne? Wow, Mom. Thank you. Bitteschön. Ich vernehme leichtes Stöhnen aus dem Schlafzimmer. Okay. Das war das Secret Ende. Ja, sehr gut, liebe Leute. Okay, wie gesagt, ich fand das Spiel ziemlich cool. Ziemlich so, also nicht unbedingt vom Gameplay, muss ich sagen. Aber vom Style her einfach. Ich fand das Spiel super. 22 von 22 Eiern collected. Okay, cool. Ah, jetzt, ja, okay, wir haben jetzt Level Select. Das heißt, wir könnten alles nochmal spielen. Ich frage mich, ob wir dann die goldene Taschenlampe noch haben. Ich will es jetzt eigentlich gar nicht wirklich ausprobieren. Okay, Freunde, ja, ich würde mich freuen über Tattletail 2 oder irgendwie eine Vorgeschichte dazu oder so, weil die Dinger sind ja anscheinend ziemlich ausgerastet, da schon in ihrer Fabrik. Okay, ja, wenn euch das Projekt gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Freut mich auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, falls ihr weitere Spielvorschläge habt, gerne unten rein. Guckt aber bitte nochmal vorher nach, ob ich das schon gespielt habe, weil ich glaube, so 90% aller Vorschläge, die kommen, habe ich tatsächlich schon mal gespielt. Also, ja, scheut euch nicht einfach, das bei YouTube einzugeben. Spielname Seth. Und dann werdet ihr ja in vielen Fällen was finden, denke ich mal. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Projekt, sehen wir uns im nächsten Einteiler-Video, beim nächsten, ja, was auch immer, together, mit wem auch immer. Seid gespannt und ich würde sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und haut rein. Ciao!